So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Nicht einer neuen Folge, sondern meiner ersten Folge Minecraft Mörder. Ich habe jetzt schon ein paar Mal versucht aufzunehmen. In einer Runde waren Ghoster in der Runde. Da wurde ich dann einmal ausnahmsweise Mörder. Zum ersten Mal in, keine Ahnung, den 20 Runden, die ich gespielt habe. Oder zum einzigen Mal. Und dann habe ich zwei Leute getötet in einem Raum. Bin rausgegangen, bin ein bisschen rumgelaufen. Und plötzlich kommt jemand um die Ecke und schießt einfach direkt mich ab. Also direkt wirklich, er wusste direkt, dass ich Mörder bin. Ist ein bisschen lächerlich, wenn jemand so ghostet. Dann in der nächsten Runde haben sich zwei gegenseitig den Bogen zugeschoben. Also der eine ist Detective gewesen, der andere, beziehungsweise nee, der eine ist Mörder gewesen, hat den Detective getötet. Und dann ist sein Mate gekommen, hat schön den Bogen aufgehoben und dann sind die nebeneinander rumgelaufen. Damit auch ja kein anderer den Bogen kriegt. Ist dann schon sehr lächerlich und verdirbt mir dann auch den Spaß an solchen Runden und dann lösche ich die auch direkt. Detective has been killed. Okay. Es ist von uns keiner. You win. Okay. Das war Ian. Wer ist Ian? Ian ist gar nicht dabei. Schon gelieft. Das ging aber schnell. Ich habe nicht mal den Mörder gesehen. Schade. Detective Chance 3%. Mörder Chance 5%. Und los, ich bin Innocent. Nice. Als Innocent kann man eigentlich gar nichts, außer darauf hoffen, dass der Detective getötet wird und dann kann man den Bogen einsammeln. Oder man sammelt 10 Gold und kriegt so einen Bogen. Ich habe eine Mystery Potion und zwar 10 Sekunden Blindness. Und ich kann nur eine Potion gleichzeitig haben. Invincibility, das ist cool. So, Blindness brauche ich nicht. Ich würde aber gerne. Ich habe noch 5 Sekunden. Ich hätte gerne noch eine Invincibility Potion, muss ich sagen. Das ist, glaube ich, sogar eine, ne? Slowness, okay. Ah ne, es ist einfach nur eine normale Mystery Potion. 3 Sekunden noch. Ich bin tot. Ich habe einfach viel zu viel Zeit mit diesen fucking Potions verschwendet. Das war dumm. Das war dumm. Ich hätte gerne einfach noch eine zweite Invisibility gehabt. Hä? Ich hab doch Play Again gedrückt. Kein Mensch, den ich kenne. Nein, Gott sei Dank. Mir gehen nämlich diese Teams langsam echt auf den Sack. Und wenn ich Leute sehe, die ich schon mal gesehen habe, dann liebe ich einfach direkt und suche mir eine neue Runde. Weil da habe ich keinen Bock drauf, auf sowas. Das ist echt nervig. Oh. Ich bin wieder innocent. Und dann würde ich sagen, werden wir mal nicht sterben. Direkt am Anfang. Durch Dummheit, indem ich versuche, 1000 Potions zu kriegen. Das war aber auch wirklich, wirklich dämlich von mir. Aber ich hätte auch, was hätte ich machen sollen? Ich hätte auch 10 Sekunden im Kreis laufen können und Gold sammeln können. Oh, Detective has been killed. Ich bin gerade an ihm vorbeigelaufen. Oh Gott. Und der Bogen wurde aufgehoben. Hä? Ist er es? Der so rumlegt? Wer ist es denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe lieber weg von der großen Gruppe. Ich habe auch keine Ahnung, wer jetzt noch Detective ist. Hallo? Der macht die Holz-Challenge, wie sie aussieht. Aber ich habe keine Ahnung, wer Detective ist. Und der Bogen ist nicht gedroppt. Ich habe 5 Gold von 10. Hallo? Du hast zwar einen Bogen, aber ich traue dir trotzdem keinen Meter weit. Hä? Was sollte das denn? Detective has been killed. Bogen wurde gedroppt, ja. Mein Bogen? Bist du's? Box the Box? Ist das Mädchen mit dem
Cappy. Geh weg. Kusch. Kusch. Okay. Hier werden irgendwo Spieler getötet. Da ist er. Die ist das. Die ist das. Stellt sie die Frage, wo sie rauskommt. Hä? Ich war doch gerade da, oder nicht? Bin ich der jetzt doof? Da ist er. Hilfe, ich hab Angst. Ich hab Angst vor ihr. Ich hab 9 Gold. Sie hat auch einen Bogen. Die ist weg. Wieso ist sie verschwunden? Sie macht mir gerade wirklich Angst. Weil sie gut ist. Oh Gott. Ich werde gleich sowas von sterben. Von welcher Richtung wird sie kommen? Fragen über Fragen. 12 Gold. Alter. Kann ich mal bitte aufhören, die Leute alle zu töten? Bam. Longshot. GG, würde ich sagen. Ich habe nur auf den Moment gewartet, dass ich sie endlich mal in freier Wildbahn treffe. Schön. Box the Box war's. Und ich hatte einen schönen Longshot. Toll. Eine Runde nehmen wir noch. Innocent wieder. Es sei denn, ich werde die Runde danach nochmal Mörder. Aber das glaube ich nicht. Wir sammeln mal Gold. Hoffen mal, dass wir nicht direkt Mörder werden. Gemördert werden. Gemördert. Zack. Der ist es nicht, oder? Oder doch? Liegt da ein Toter? Ne. Hallo, bist du's? Wahrscheinlich auch nicht. Sonst wäre ich schon tot. Hier ist dieses Glücksspielding, vor dem habe ich Angst. Ich habe vor euch allen Angst. Ich gehe einfach mal in das Glücksspielding. Denn ich kann's. Bitte, 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 bitte. Oh. Der ist gestorben. Und gefühlt ist er gerade da unten ermordet worden. Ich habe Angst. Lass mich in Ruhe. Oh, Gold. Und ich habe gewonnen. Woo. Wer auch immer jetzt der Mörder war. Birdcraft irgendwas. Den ich wieder nicht sehen kann. Komm, vielleicht kriegen wir noch eine Runde hinten dran. Birdcraft. Kann ich den hier sehen? Achso, jemand mit vollkommen weißen Skill, Skin. Ah, 2 mit Diamant im Namen, das kann schon nichts Gutes bedeuten, weil das sind meistens so Teamer. Und sowas ist halt nervig. Ich bin innocent wieder, schade. Wir nehmen aber trotzdem die Runde noch. Weil ich glaube, diese Map hatte ich in dieser Aufnahme noch nicht. Und da hat jemand die Falle aktiviert. Da bringen ständig die Innocents die Mörder mit um, mit dieser fucking Falle. Hallo? Der war eben gerade Mörder, der mit diesem weißen Kopf. Oh, das Gold hätte ich gerne gehabt, aber das habe ich nicht gekriegt. Und da stehen Leute an der Falle. Traue ich mir nicht hin. Traust du dich hin? Und tot. Nicht tot. Oh. Oh. Ich habe irgendwie Angst davor, darüber zu gehen. Hallo? Ich bin drüben. Nice. Ich wusste nicht mal, dass da links und rechts auch Trapdoors von sind. Oh, da kommen wir nicht an das Gold. Gold, Gold, ein Gold noch. Dann habe ich den Bogen. Und es ist noch keiner getötet worden, wenn ich es richtig weiß. Nice. Also außer durch die Falle. Ich habe schon wieder ein Gold. Ich
Hier regnet es aber ganz schön viel Gold. Der unten hat einen Bogen. Ist hier auch Treptor? Oh, hier ist auch Treptor. Ups. Ich war das nicht. Wieso habe ich eigentlich jetzt den Hebel umgelegt? Ich meine, der Treptor ist gar nicht aufgegangen. Das ist ja ein bisschen doof. So, wir sammeln mal einfach ein bisschen Gold. Und ich habe bis jetzt noch keinen Mörder gesehen. Außer, dass die Leute alle durch diese Falle sterben. Mann. Oh, das war kein Fallentod. Das war aber ein sehr, sehr schlechter Pfeil von mir. Wo ist der hingegangen? Ich weiß es nicht. Oh shit. Tschüss. Ich bin weg. Oh, ich habe jetzt schon wieder... Hä, wieso habe ich jetzt wieder einen Pfeil? Wieso konnte ich nicht schießen? Was ist hier falsch? Das war knapp. Und da habe ich nicht getroffen. Habe ich den Detective-Bogen? Nee. Das ist doof. Da habe ich jetzt gerade gut verfehlt. Aber ich habe kein Gold mehr. Ich brauche Gold. Und Detective ist tot. Das ist nicht so gut. Ein Gold noch. Dann habe ich wieder einen Pfeil und Bogen. Ich weiß ja, wie er aussieht. Das ist das Gute. Ich kann mich jetzt nicht mehr überraschen in der Hinsicht, dass ich nicht weiß, wie er aussieht. So, Jump'n'Run, ich mit meinen super Jump'n'Run-Skills. 60 Sekunden noch. Und ich habe gewonnen. Und ich komme natürlich hier raus, wo der Mörder rumläuft die ganze Zeit. Aber wir haben gewonnen. Das war doch schön. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.